Hier, dieser MS, das ist eine Zucchini. Nee, ist es nicht. Das ist ein Schnitzel. Und warum das ein Schnitzel ist, das seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Ihr seid bei Sven's Kitchen Cooking In and Out. Herzlich willkommen. Aus einer Zucchini ein Schnitzel machen, ihr denkt, das geht nicht. Doch, das geht. Und für viele ist das eine echte Alternative zum Fleisch. Ich zeige euch heute, wie einfach das ist. Und das hier sind schon mal die Zutaten. Außer der riesigen Zucchini brauchen wir noch ein paar Eier. Fett oder Öl zum Auspacken. Mehl und Semmelmehl zum Panieren. Wir brauchen Pfeffer und Salz. Anhand der Zutaten habt ihr gerade gesehen, das hier könnte wirklich ein Schnitzel werden. Wie ich das mache, seht ihr jetzt in der Zubereitung. Ich schneide die Zucchini in fingerdicke Scheiben, aber bitte nicht dicker, da sie sonst nicht richtig durchgaren können. Wer nicht so eine große Zucchini hat, der kann natürlich auch entsprechend kleine Zucchini nehmen und diese dann längs in Scheiben schneiden. Das kann dann jeder machen, wie er möchte. Wichtig ist allerdings, dass die Zucchini auch geschält wird, denn sonst haftet die Panade nicht so gut. Habe ich die Zucchini geschnitten, dann wird die auf beiden Seiten kräftig mit Salz bestreut und dann stellen wir die erstmal für ein paar Minuten beiseite. In der Zwischenzeit verquirlen wir das Ei und würzen es mit Pfeffer und Salz. Wer möchte, kann da natürlich noch andere Gewürze seiner Wahl dran machen. Die Zucchini kurz abschütteln. Bitte nicht mit dem Küchengriff abtupfen, denn sonst ist zu wenig Flüssigkeit an der Zucchini dran und das ist wieder nicht so gut für die Panade. Es muss hier schon ein bisschen Feuchtigkeit vorhanden sein. Und ich stelle mir einen Teller mit Mehl zurecht und einen mit Paniermehl. Und dann kommt die Zucchini auch schon auf den Teller mit dem Mehl. Und da werden sie rundherum schön eingemehlt, damit das Ei besser hält. Die Zucchini wird jetzt im Eigelb gewendet. Aufpassen, dass auch die Ränder und die Seiten alle gut mit Ei bedeckt sind. Und dann ab damit ins Paniermehl. Rundherum schön panieren. Wem die Panade zu dünn ist, der wiederholt den Schritt mit dem Ei und der Panade nochmal und brät die Zucchini dann. Mir reicht die Panade so und ich lege die Zucchini jetzt in eine gut mit Öl befüllte Pfanne. Das kann man natürlich auch in der Fritteuse ausbacken, aber ich denke, für meine 4 Zucchini-Schnitzel lohnt es sich überhaupt nicht extra die Fritteuse anzuheizen. Im Fett braten wir die Zucchini dann auf beiden Seiten schön goldbraun an und das auch wieder auf kleinstmöglicher Flamme, denn so hat die Zucchini Zeit durchzugaren, bevor das Paniermehl verbrannt ist. Haben die Zucchini-Schnitzel jetzt die gewünschte Bräune erreicht, kommen die kurz zum Abtropfen auf ein Küchenkrepp und sollten dann noch schön heiß serviert werden. Zucchini-Schnitzel, ganz einfach, ganz schnell gemacht und ich bin mir sicher, die sind richtig lecker. Ich werde das auch für euch gleich testen. So sehen sie von innen aus. Und so schmecken sie. Die sind ein bisschen nussig geworden. Ich muss erst mal aufkauen. Die sind durch, aber nicht schlapprig. Die sind ein bisschen nussig geworden im Geschmack. Ein bisschen mehr Salz hätte dran gekonnt, aber trotzdem sind sie richtig lecker. Als Schnitzelersatz sind die richtig gut. Wer jetzt vegetarisch essen möchte, hat damit eine riesen Möglichkeit, ein schönes Gericht zu kreieren. Zum Beispiel kann man die ja zu allem Möglichen essen, was man auch beim Grillen als Beilage hat. Kartoffelsalat, Nudelsalat, die passen gut zu Kartoffelbrei, zu Pommes. Also überall da, wo auch ein Schnitzel passt, da passen die Dinger auch. Und die Zucchini hat hier die Möglichkeit, mal richtig zu zeigen, was sie alles kann. Wie immer schreibe ich euch das Rezept hier unten und das Video in die Beschreibung. Das ist da, wo ihr auch liken könnt, wo ihr meinen Kanal abonnieren könnt und wo man die Kommentare findet. Das schmeckt so lecker, dass ich gar nicht mehr aufhören kann und gar nicht mehr aufhören möchte und jetzt auch gar nicht aufhören werde. Deswegen werde ich mich jetzt schnell bei euch verabschieden. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zu Sven's Kitchen Cooking In and Out. Bis bald. Hoppala! Ich weiß nicht, ob man sieht. Fort ist es.